Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Komm, Siri, wir gehen Wo ist denn weiter. dein Freund? Da! Waldo! Aber als sie mir den Hof gemacht hat. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Danke, dass du Ciri aufgenommen hast, oder vermute ich nur Übertreibungen von Ciri. Wir bedanken uns. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir vielleicht helfen? Ja, wir helfen ihnen, denn sie haben sicher geholfen, wir helfen ihnen. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap! Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Warum nicht? Oh, scheiße. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Oh, scheiße. Hoffentlich geht's gut. Also, bis jetzt haben wir immer gewonnen. Bis auf das eine Mal. Da haben wir so lange Geralt, geladen. Such dir eins von diesen aus. Sofort. Sofort. Was? Ich will aber Plötze. Ist das Plötze? Ja, ist es. Weiter so, Plötze. Yeah, wir haben Plötze. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Nein! Nein! Oh, das zahle ich dir heim. Okay. Schneller, du bummelst. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Du hast nachgelassen. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Haha. Und ich habe gewonnen. Mal wieder. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich habe dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Gut. Dann machen wir mit. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Klingt nach einem guten Plan. Worüber machst du dir dann Sorgen? Erst müssen wir die Jagd besiegen. Klingt nach einem guten Plan, ja. Ja, ja. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls.
Eins nach dem anderen, es kommt, wie es kommt. Was meinst du damit? Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Bist du betrogen? Was machst du damit? Was meinst du damit? Ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich. Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Es ist deine Wahl, was du bist, ja. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Geschenke können auch zurückgewiesen werden. Dieses Geschenk leider nicht, das ist genetisch überliefert. Also ihr Blut kann man schlecht zurückweisen. Wir werden Eredin besiegen und du wirst frei sein. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Hoffentlich hast du recht. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Hast du die Pferde gekriegt? Ich wüsste lieber, wie es beim Händler war. Konntest du ein paar Pferde auftreiben? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwart Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar. Gehen wir Pferde stehlen? Ich werde nicht stehlen. Könnt ihr sie nicht einfach kaufen? Ich kaufe sie euch. Ja, ich kaufe sie euch. Wenn er es nicht akzeptiert, dann gehen wir die Pferde stehlen. Aber zuerst kaufen wir es. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Das gefällt mir. Ich bin überzeugt. Okay. Wenn er das Geld nicht will, dann ein Verbrechen mit einem anderen Verbrechen zu bestrafen ist nicht gerade die beste Art, aber okay, dann stillen wir sie. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Ich wollte zuerst vermeiden, denn ich glaube, der Händler wird dann die Tempelwache rufen und so. Egal, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Es könnte mehr Probleme aufwerfen als gelöst. Aber da er kein Geld Wartet will... Wartet hier. Ich gehe rein und mache euch die Tür auf. Sei aber bloß leise, Wattgang. Oh, wow, das ist ganz und gar nicht verdächtig. Es gibt heutzutage einfach kein gutes Personal mehr. Still,
Du wächst ihn auf. Moment. Um sicher zu gehen, okay, mal sehen, was ist im Moment. Gwen. Moment. Okay, Irrenfallen. Magische Alternative. Das wäre das hier, oder? So. Falls wir doch irgendwie. Wie kommen wir da rein? Vielleicht Hintertür? Ah, hier. Verschlossen. Muss einen anderen Weg hineinfinden. Aha. Schloss und Schlüssel benötigt. Ah. Okay, so geht's auch. Nur wie gerade erwache. Still, Mutant. Ich bin Meister der Meister, also bitte. Okay. Ausmachen. Tut mir leid. Wo ist dann der Schlüssel? Ach, da, ah, hier. Da ist der Schlüssel. Ja. Gut, dann öffne die Tür, Gerald. Rein mit euch. Ich muss die Pferde beruhigen, bevor sie die Wachen aufwecken. Okay. Beruhige die Pferde. Egger und ich machen die Tür. Okay. Oh. Okay. Und jetzt dieses Pferd hier. So. Endlich. Zahltag. Gut. Juhu, wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Es war falsch, aber und ob. Ja, schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Haben Sie jetzt mehr Pferde? Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Alle froh. Okay, okay. Gut. Yodo war ein Magier. Wir haben einen Sack Pilze für dich, Illusionist. Für deine Hilfe. Er ist nur mit Maske aufgetreten. Seine beste Nummer war es, Frauen aus dem Publikum zu zersägen. Wer möchte noch Wein? Ich nehme. Na du? Aber hält mir eine Pause! Yodo war ein Magier. Giswix? Ein Illusionist. Giswix? Er ist nur mit Maske aufgetreten. Seine beste Nummer war es, Frauen aus dem Publikum zu zersägen. Getötet, die Frauen legten sich in eine Kiste und er sägte die Kiste in der Mitte durch. Tut mir leid, das zu hören. Auseinander und wieder zusammen. Diese Hexenjäger. Gut, dann gehen wir zu Rittersporn. Aber wo ist er denn schon wieder? Also Geld hätte ich genug gehabt.
von dem her, also bitte, so, wenn 100 Euro, also Euro, 100 Kronen, was hieß es nochmal? Ach ja, der eine Schmuggler wollte doch einen Passierschein verkaufen für 100 Kronen. Und da hat Geralt gesagt, er könne sich ja für das Geld als Radowitz verkleiden und eine goldene... Wunderbar. Goldene Kiste, so, Kiste, Kutsche, eine goldene Kutsche kaufen und damit Götter, reinfahren. Der Sensenmann wird mich holen. Hallo? Bleib gesund. Ich bin gesund. Schön. Okay. Töte noch eine Bestie. Ah, Triss. Gut, dann gehen wir mit Triss schnell. Sind wir hier richtig? Ich glaube, oh, ja, sind wir. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Beruhig dich, alles ist gut gegangen. Tut mir leid, ich hätte... Ciri musste es tun. Ich konnte sie nicht alleine losziehen lassen. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Außerdem würde ich nicht zulassen, dass Ciri etwas passiert. Das weißt du. Oh, süß. Wir sahen brennende Scheiterhaufen. Anderlinge? Anderlinge. Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Wie geht es voran mit der Loge? Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es bei uns. Und wir finden Philippa und Rita. Wo sind Philippa und Margarita? Keine Sorge, das werden wir. Keine Sorge, das werden wir. Das werden wir. Wir müssen es. Ich werde besser schlafen, wenn sie beide hier bei uns sind. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Weiß Yen, wo Rita ist? Weißt du, was Yen herausgefunden hat? Da musst du sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Okay. Hast du etwas über Philippa herausgefunden? Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Ich mag deine Stimme, also die lange. Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Loch Moin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. De Fleester? Kommt mir bekannt vor. Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritium-Band am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Sultan, Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Sultan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Darf nicht wahr sein, typisch. Ja, das ist typisch, Sultan. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn.
Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Lass uns sofort aufbrechen. So schnell wie möglich. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Hell. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Kreamet wir. Obe hier Megele afeilte. Kreamet wir. Jagnis Kerle ist Hüschin alte Kliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. War das die Vergangenheit oder die Zukunft? War das die Vergangenheit oder die Zukunft? Die jüngste Vergangenheit. Wir müssen uns beeilen. Okay, zum Badehaus. Gehen wir. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Na los. Ich hab dich vermisst, Triss. Zum Badehaus geht's hier runter. Der Wind heult. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Oh, und schon passiert. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Ich spüre starke Magie. Wir müssen reingehen. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier. Triss bleibt bei mir. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Super. Dijkstras Männer kämpfen jetzt gegen uns. Super, super, duper. Verdammt, sie hat sie verzaubert. Er muss sterben. Tötet den Hexer. Das war's. Jetzt bist du dran. Greift ihn von hinten an! Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard! Tötet den Kerl! Scheiße. Er ist ein Zauberer. Nein, ich bin ein Hexer. Das ist der Unterschied. Ich schlitz dich auf, du Lump. Danke. Wow. Haltet euch die Augen zu! Was soll das bringen, die Augen zu halten? Komm, 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 komm. Schlag mich. Okay, so geht's auch. Gut. Mir sind eigentlich die Waffen und so scheißegal, denn... Oh, es ist nach unten gegangen. Denn wir haben ja schon alles. Also wir haben genug Geld, wir haben... Also es gibt nichts, was uns besser zustehen könnte, sagen wir es mal so. Philippa, warte! Gut, stinkt. Los, auf ihn! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Bald verstanden. Bleib hier stehen.
und lass niemanden vorbei. Bleib hier stehen. Niemand vorbei. Schlagt ihn! Tötet ihn! Na verdammt, ich will Bart nichts antun. Er war ein Netter. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Ich möchte ihr helfen. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bad niemand vorbeilassen. Aber ich bin niemand. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bad einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bad nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bad dich lassen. Hexer helfen. Danke. Gut, dass ich nicht... Ich will dir helfen. Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Okay, gut. Müssen ich werde dir nichts tun. Schwachsinn. Du wirst mich nicht fangen. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Uh-oh. Das kann doch nicht wahr sein. Jeder Blinde kennt besser. Verdammt, von hier kann ich nichts machen. Ausgerechnet jetzt, wo ich meine... Moment, das ist doch... Ein Feuergenius! Moment. Genau. Ich kann seine Flammen löschen, hieß es. Ich kann mit Magie seine Flammen löschen. Stimmt. Das war mal in den Beschreibungen, also. Was ist los? Warum ist es plötzlich so still? Mit deinesgleichen habe ich keine Gnade. Oh. Oh. Und dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir.
Dijkstra. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Er braucht sie zurück, bevor es seinen Onkel gibt. Wir haben jetzt keine Zeit für eine... Wir haben jetzt keine Zeit für einen Ehekrach. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Wenn du uns in Ruhe lässt, verrate ich dir, was der Kaiser von Nilfgaard vorhat. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Ich habe es von M hier selbst gehört. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du das schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Sie wird nicht sterben. Lass sie reden. Das klingt interessant. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesem Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Okay, gut, das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir Yennefer helfen. Die Statue des Soldaten, neue Quest. Moment. Was? Ja, nee, Moment, falsche Tasten. So. Nebenquest. Die Statue des Soldaten. Aha. Moment, ist irgendeine Quest fertiggeschlagen? Nein, bis jetzt noch nicht. Huhuhuhu. Schatzsuche, gut. Sprech mit Triss über die Statue. So beschloss er, die Figur zu Triss zu bringen. Okay. Staatsräson. Trifft dich mit Dijkstra und Roche.
Vielleicht mache ich die vor. Also zuerst die hier und dann schauen wir weiter. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.